Sachsen-Anhalt. Deftige Diätenerhöhung kommt. SPD und CDU für geplante Erhöhung um 18%. Magdeburg, Sachsen-Anhalt. Auf der kommenden Landtagssitzung am 26. und 27. April werden die Fraktionen der sachsen-anhaltischen Regierungskoalition einen Gesetzesentwurf für die geplante Erhöhung der Diäten um satte 18% einbringen. Zur Abstimmung kommt es dann im Juni. Die neuen Diäten sollen dann ab dem 1. Juli dieses Jahres gezahlt werden. Die Regierungskoalition aus CDU und SPD folgt damit dem Vorschlag der Diätenkommission, die eine Erhöhung der Grundentschädigung um 858 Euro vorschlug. Damit steigen die Bezüge der Parlamentarier des wirtschaftsschwachen Sachsen-Anhalt von 4.797 Euro auf 5.655 Euro monatlich. Neben den zwei Regierungsparteien sitzen im Magdeburger Landtag nur die Linken Grünen sowie die Linkspartei, die zum Thema nur scheinoppositionelle Manöver fuhren. So haben die Linken einen eigenen Entwurf erarbeitet, der eine Steigerung um nur 8% vorsieht. Die Grünen wollen ihr Ja zur Diätenerhöhung nur dann geben, wenn gleichzeitig die Altersvorsorge nach unten korrigiert wird, wie Fraktionschefin Claudia Dahlbert in einem Interview mit der Volksstimme bekannt gab. Aufgrund der parlamentarischen Mehrheit von CDU und SPD kann die geplante Erhöhung jedoch jetzt schon als beschlossen gelten. Sachsen-Anhalt ist ein Geringverdienerland. In der Arbeitslosenstatistik rangiert das Land auf Platz 14 von 16.